Willkommen zurück zu Pokémon Diamant, die Nuzlocke. Wir haben beim letzten Mal hier noch ein Pokémon gefangen. Und ja, Buddy, ich bin ein bisschen raus gerade, muss ich zugeben. Ich habe nämlich 2 Tage nicht aufgenommen, beziehungsweise länger, weil ich ja 2 Parts am Stück gemacht habe und dann ist mir eine noch ausgegangen, weil ich wirklich absolut keine Zeit hatte. Aber jetzt bin ich da. Ja, nimm mal meine Pokémon für einen Moment in Obhut. Ja, Leute, jetzt geht's hier rund. Jetzt beginnt wieder die Trainingsphase, aber wir können ja noch ein bisschen was erkunden und ein bisschen kämpfen. Für das Wertetraining. Was sagst du eigentlich? Da vorne steht eine zerborstene Steinsäule. Was das wohl ist? Ich bin hier so neugierig. Ja, kann ich nachher gucken, aber fällt gerade etwas ein. Mir wurde nämlich gesagt als Tipp, ich kann mir hier irgendwo ein Evoli abholen. Im Haus neben dem Pokémon Center. Die sieht schon verdächtig aus, weil sie am PC sitzt. Das ist in der Pokémon-Welt wirklich so. Wenn jemand am PC sitzt, dann ist er gleich verdächtig. Entweder Team Galaktik oder jemand, der einem ein Pokémon gibt. Also es ist nicht immer negativ verdächtig, ne? Und ich muss mir langsam überlegen, was ich aufs Bild packe, weil ich habe immer noch kein Bild gemacht. Seht ihr ja. Weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mache ich aber bald. Wahrscheinlich heute Mittag. Wenn ihr das seht, heute Mittag. Oh, hi. Du bist ein Trainer. Das heißt, dass du Boxen verwendest. Also bist du ein Endverbraucher. Oh, was ist denn? Du schaust so erstaunt. Ach ja, natürlich. Entschuldigung. Ich rede wieder zu schnell, schneller als ich denke. Ich heiße Lana. Kennst du die Boxen in den PCs überall? Ich bin die Systemadministratorin. Mein Freund hat das Lagerungssystem entwickelt und ich habe es dann weiter verbessert, damit es leichter bedient werden kann. Bist du mit Bill zusammen? Weil der hat das entwickelt. Okay, das war aber nicht das Haus direkt daneben. Jetzt links nur eins daneben? Nee. Gut. Vielleicht war ja das Haus hier gemeint. Meine Schwester bekommt alle Aufmerksamkeit. Für mich interessiert sich keiner. Ja, weil du hier hinten in der Ecke stehst. Oh. Wow, du bist ein Pokémon-Trainer. Pokémon um sich zu haben, bedeutet viel Verantwortung zu übernehmen. Aber man hat auch viel Spaß und Freude mit ihnen. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Ah, du bist ein Trainer. Da hast du bestimmt eine enge Bindung zu deinen Pokémon. Du weißt, dass man viel Neues entdeckt, wenn man mit Pokémon unterwegs ist. Wenn ich groß bin, möchte ich Pokémon-Koordinatorin werden. Ja, wirst du bestimmt. Babys und Pokémon kommen so wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich das Pokémon daneben und schläft auch. Ja, nehmen wir mal einen Aufzug. Ich finde es auch sehr erstaunlich, dass der Aufzug nur in eine Etage fährt und es keine Treppe gibt. Das ist Stromverschwendung schlechthin. Herzofen sei kinderfreundlich, sagen manche, aber das stimmt nicht ganz. Herzofen ist freundlich zu Kindern und Erwachsenen und zu Pokémon. Alle meine Enkel wollen ein eigenes Pokémon. Das wird nicht einfach werden, aber es hebt in jedem Fall die Stimmung. Mann, wer ruft denn der alle Menschen in Frieden und Harmonie leben? Das wünsche ich mir. Nein, nein, in diesem Haus gibt es keine Treppen. So ist es schöner. Ohne Treppen können sich die kleinen Pokémon viel freier bewegen. Wäre das nicht mit Treppen besser? Oh nein, ich weigere mich, die TV-Sendung anzugucken.
Wenn nicht, gucke ich immer kurz einen Cut und gucke gleich nochmal in den... Ja, gut. Ne? Haus neben. War vielleicht nicht das Center, sondern der Shop gemeint? Dass ich... Ne, beim Knospring war ich ja. Und hier habe ich auch schon mit allen geredet. Ich guck kurz nochmal in den Tipp rein, was da steht. Kleinen Moment. Bis gleich. Oder auch nicht. Nee. Es pausiert mal wieder nicht die Aufnahme. Also. Da heißt es, ich meine im Haus neben dem Pokémon Center. Nee. Haus neben dem Pokémon Center waren wir gerade. Ja. Und du siehst ja, die rückt kein Evoli raus. Vielleicht muss man da irgendwelche Bedingungen für erfüllen, aber sie gibt einem kein Evoli. Zumindest jetzt gerade nicht. Oder diese alte Frau. Hallo, hast du eine Knosbox? Falls nicht, musst du unbedingt den Pokémon-Fanclub besuchen. Das hätte ich früher wissen müssen. Dann hätte ich weniger gesucht. So, Loki, du kommst wieder mit. Nee, nicht springen. Hätte ich das mal gewusst. Aber gut. Ist jetzt so. Dann können wir jetzt noch ein bisschen trainieren. Immerhin können wir mit dem anderen Vieh in den Park der Freude da. Ja, so rufen. Aber das will ich nicht heute machen. Ach komm. Legen wir uns mit dem Typen an. Lass mich mal sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Oh, das wird dich überraschen. Die sind nämlich super trainiert. Pokémon-Züchter Nils. Ich kannte mal tatsächlich einen Nils, der war bei den Zeugen Jehovas. Echt wahr. Aber er war nicht so aufdringlich. Aber ich habe mir sagen lassen, als wir auf Klassenfahrt waren, hat er mit Zaubertricks versucht, Mädchen zu beeindrucken am Strand. Und der Strand soll wohl relativ schnell leer gefegt gewesen sein von Personen außer ihm. Irgendwie tut mir das auch leid. Aber ich finde, Paras ist immer noch eine coole Sau. Einfach weil es das creepiest Pokémon ever ist. Weil das Pokémon ja tatsächlich nicht das ist, was wie ein Pokémon aussieht, sondern der Pilz auf dem Rücken. Und da ist die Frage, was ist Paras wirklich? Also das Vieh, was unter dem Pilz ist. Was war das mal? Aber der Pilz ist das Paras. Kommt ja auch von Parasit. Wer das bis heute tatsächlich immer noch nicht verstanden hat. Paras gleich Parasit. Los, Freund. Das Zwirrfenst kriegen wir. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ hat, aber ich wollte einfach Freund trainieren. Ach, Herr Zwinger. Ganz gar nichts. Die schläfern wir einfach kurzerhand ein und dann ist gut. Außerdem bist du nur Level 15. Was soll da schon Schlimmes passieren? Sag dir jetzt und am Ende setzt das wie eine lohe Kanonade ein und wir sind weg. Ich guck mal, wenn es nicht sehr effektiv ist, dann tausche ich eventuell doch mal aus. Aber ich denke schon, dass wir da... ja, gut. Es ist normal, aber das Vieh hat einfach eine unheimliche Verteidigung. Das geht auch. Also Spezialverteidigung. Tempohieb, Kampfattacke, Pflanze, weiß ich nicht. Okay. Unsere Verteidigung zieht auch. In diesem langen Kampf landen wir einen Volltreffer und wir können uns ja eh immer wieder heilen, daher das Vieh kann uns gar nichts. Waren die Viecher... Stimmt, wir sind doch schon mal dem Zwirrfenst begegnet. Ganz am Anfang, erinnert ihr euch, da habe ich damals noch Blechbüchs, vermisse ich sehr, in den Kampf geschickt. Und es kam übrigens auch die Idee fürs Bild, ich könnte ja ein großes Pokémon in den Hintergrund tun. Ich werde mal gucken, wie es aussieht. Weil...
Erstens, ich kann mit meinem Grafikprogramm nicht gut umgehen. Das muss jetzt mal an dieser Stelle einfach gesagt werden. Ich bin ja kein Grafiker. Und, ja, muss ich mal gucken, ob das gut aussieht, ob man die Pokémon noch gut erkennen kann. Weil das ist ja wirklich der Hauptpunkt. Die Pokémon müssen gut erkennbar sein, die ja vorne drauf sind. Aber wir gucken einfach mal. Ich werde mal gucken, was ich machen lässt. Eventuell werde ich das Bild jetzt nochmal so wie die letzten mit dem Hintergrund machen. Beim nächsten werde ich dann mal gucken, ob ich da nicht eventuell noch was deichseln kann. Was wollte er einsetzen? Ich habe wieder nicht richtig gelesen. Krabby. Okay, ich weiß nicht, was Krabby für ein Typ ist. Haben wir schon mal einen Krabby gesehen? Das guckt immer so glücklich. Ich finde, das guckt glücklich. Ich finde keine Worte für das, was hier jetzt gerade passiert ist. Ich finde, das hat immer so einen Blick. Marke. Es grinst über beide Backen. Ja, ich habe eben meinen Controller kurz aus der Hand gelegt, um nach etwas zu greifen auf dem Schreibtisch, nämlich meinem Handy. Und dumm gelaufen. Dabei habe ich es genau auf mein Touchpad gelegt. Ich nehme ja tatsächlich mit dem Laptop auf, der super toll ist. Asus Laptop, 2000 Euro wert. Für alle, die es nicht wissen, das ist schon eine ordentliche Leistung, was das Ding bringt. Gut. Ich sehe gerade, ich habe den Rahmen ein bisschen verzogen. Da hat es nämlich schwarze Streifen. Das ist nicht gut. Vom Pokémon-Spiel. Aber das korrigiere ich jetzt nicht. Das korrigiere ich dann einfach in der Aufnahme. Noch einer. Also, Freund ist zwar an sich fit, aber er hat nicht mehr viele AP. Also, ich glaube, im nächsten Kampf kann ich den nicht mehr einsetzen. Kann ich hier irgendwo die AP sehen? Wahrscheinlich nicht. Muss halt doch bei der Blitzi ran. Oder ich setz mal Chris vorne dran. Ich will ja, dass Chris noch ein Level steigt. Moment, wie viel Erfahrung? Naja, der ist erst ganz am Anfang. Na, wir kriegen das schon hin. Kämpfen wir jetzt gegen den Angler. Eine Profi-Angel ist wirklich gut. Meinst du dich da auch? Ja. Da sind wir ja gleich in Meinung. Ich schenke dir diesen Profi-Angel. Ja, Leute, wir haben eine Profi-Angel. Wo immer du Wasser findest, versuche dein Glück mit Angeln. Soll ich dir erklären, wie man diese Angel verwendet? Nein. Wenn auch Pokémon-Angels besteht die erste Hürde darin, dass man etwas anbeißen muss. Wenn du das Pokémon dann erwischt hast, musst du ihm kämpfen. So hast du gleich doppelt Spaß. Ja, finde ich auch. Gut, dann bist du jetzt hier dran. Was? Gehst du auch jeden Morgen joggen? Ich schon. Achso, da ist gar kein Pokémon-Trainer. Na dann. Tausch. Und da kämpfen jetzt Nebel und Chris zusammen gegen die Zwillinge. Wir kämpfen zusammen. Zusammen sind wir stark. Wir nehmen dich auseinander. Das glaube ich eher nicht, dass ihr mich auseinander nehmt. Ja, versucht's ruhig. Schilterus und Lunastein. Was war Schilterus für ein Typ? Ich glaube, es war zum Teil Pflanze. Macht es für mich nicht besonders einfach, hier Chris im Kampf zu lassen. Ja, und was Lunastein da macht, das weiß keiner. Ja, nee. Ich möchte Chris nicht gefährden. Wenn es Pflanzentyp ist, dann lasse ich Luki lieber ran. Und dann haue ich gleich einen Eisenschweif schon mal drauf. Und am Ende ist es jetzt ein Wassertyp. Ne, es war wirklich ein Pflanzen-Pokémon. Und das ist ein Feuertyp. Kacke. Hitzekoller ist mir ein bisschen zu stark. Aber Nebel hält das aus. Nebel ist ja hier stabil. So. Und das hat schon gereicht. Hätte ich eigentlich über Kreuz angreifen müssen, nicht über Kreuz, sogar direkt
Nebel auf das Schilterus und Chris auf Luna stand, dann hätten wir jetzt schon gewonnen, aber nein, Wolf wollte ja nicht. So. Dann setze ich einfach einen Feuerschlag ein, das ist eh nicht sehr effektiv. Und hier benutze ich kurz den Donner, dann sollte die Sache auch gegessen, abgegessen sein. Das kriegen wir. Der Feuerschlag zieht mehr als ich dachte. Sehr effektiv. Ich dachte, das Vieh ist ein Feuer-Pokémon. Gut, offenbar war es kein Feuer-Pokémon. Aber Nebel ist Level Up. Und Knochenkopf ist auch Level Up. Knochenkopf versucht Donnerblitz zu lernen. Gucken wir mal. Stärke 95, das ist eindeutig stärker als der Ladungsstoß. Und wir haben die Zwillinge besiegt. Nein! Ja, wir haben gewonnen. Müsst ihr euch mit abfinden. Leute, ich bin froh, dass wir die Profi-Angel haben, denn jetzt können wir in jeder Stadt, in der es Wasser gibt, auch etwas fangen. Gab es inzwischen überhaupt schon eine Stadt, in der Wasser ist? Ich weiß es nicht mehr. Aber Leute, ihr lasst mir jetzt erstmal einen Daumen nach oben da, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich dieses blöde Pokémon-Center gefunden habe. Bis dann, euer Wolf.